eine wünschenswerte Zukunft und wie wir die alle zusammen gestalten, und zwar jetzt schon. Das beleuchten wir jetzt in einem perspektivenreichen Sextett, das wir Ihnen kurz vorstellen dürfen. Marc Bovenschulte hat sich gerade selbst bestens eingeführt und natürlich Björn Böning nochmal mit an Bord. Wie schön, dass Sie da sind weiterhin. Und wir haben noch 4 weitere Gäste, Mats. Genau, die zwar hier nicht vor Ort sind, aber trotzdem mitten zwischen uns oder unter uns. Das freut mich sehr. Und ich würde gerne beginnen mit Frau Kaiser-Borgnese, die rechts neben mir zu sehen ist. Und sie ist nämlich Geschäftsführerin der Stiftung Arbeit und Umwelt. Und diese Stiftung gehört zur Industriegesellschaft BCE, also Bergbau, Chemie, Energie. Und außerdem gehört sie auch zum Exekutivkomitee, das klingt dramatisch, Exekutivkomitee der Europäischen Gewerkschaft Industry All Europe. Und wie der Stiftungsname es schon verrät, sie beschäftigt sich mit einem der großen Knackpunkte der Szenarien, über die wir schon gesprochen haben, nämlich der Vereinbarkeit von Energiewende und Industrie- und Arbeitspolitik. Dafür ist sie also hier heute unsere Expertin. Aber nicht nur dafür, denn mich freut besonders, dass Frau Borgnese mir verraten hat, dass sie selber auch schon Erfahrung mit Szenarioentwicklung hat in ihrer eigenen Stiftung. Und da bin ich mal gespannt, ob sie da vielleicht auch den einen oder anderen Eindruck mit uns teilen kann. Willkommen, Frau Borgnese. Vielen Dank. Ja, und sollten Sie, werte Gäste, bei Stadt, Land, Fluss mal eine ausgefallene Antwort suchen unter der Rubrik Berufe, dann denken Sie doch bitte an den Herrn hier im Bild, das ist Professor Enzo Weber. Er ist nämlich nicht nur Arbeitsmarktforscher und Makroökonom, sondern auch Prognostiker und Ökonometriker. Zu seinen Schwerpunkten gehört also der technologische Wandel und die wirtschaftliche Transformation, aber auch Arbeitsmarktreform und demografischer Wandel. Und Professor Webers Expertise ist international gefragt, bei Verbänden ebenso wie bei Regierungen und nicht nur heute, auch bei der Denkfabrik. Ja, hallo nach Berlin. Hallo, Herr Weber. Wir nähern uns langsam der Mitte. Ich möchte nämlich der Person rechts neben Herrn Böning auch noch Hallo sagen. Das ist Susanne Demel. Sie gehört zur Geschäftsleitung von Bitkom und sie ist dort verantwortlich für das Thema Recht und Sicherheit und, wie mich freut, künstliche Intelligenz. Das ist ja auch eine Schnittmenge, die uns beschäftigt, heute schon und in den nächsten Jahren ganz sicher auch weiterhin. Und mit dieser Expertise sitzt sie auch in der Enquete-Kommission des Bundestages zum Thema künstliche Intelligenz. Sie weiß, wie es bestellt ist um das Thema Sicherheit und Vertrauen in die digitale Welt. Die wollen wir natürlich stärken, hoffentlich auch hier in der Diskussion. Hallo, Frau Demel. Hallo, grüßen Sie. Ja, und der Gast zwischen mir und Herrn Bovenschulte in Ihrer Ansicht, das ist Professor Dr. Klaus Dörre. Er lehrt Arbeitsindustrie und Wirtschaftssoziologie an der Friedrich-Schiller-Universität und er hat sich als einer der Direktoren des gleichnamigen Kollegs der Deutschen Forschungsgemeinschaft mit Postwachstumsgesellschaften beschäftigt. Zu Professor Dörres Forschungsschwerpunkten gehören Kapitalismustheorie, die Prekarisierung der Arbeit und soziale Folgen der Digitalisierung. Also eigentlich ein ganz rationaler Zukunftsexperte, der aber ausgerechnet in einer besonders kopflastigen Phase, nämlich während seiner Habilitation, selbst einmal den Rat einer Wahrsagerin suchte. Damals lief es nicht so richtig rund, ist lange her, das Geld war knapp, der Arm gebrochen und die Wahrsagerin auf dem Wochenmarkt prognostizierte Klaus Dörre, sie werden es schaffen, aber unter Schmerzen. Und jetzt halten Sie sich fest, genau so ist es gekommen. Diese weise Prophezeiung hat nicht nur Mut gemacht, sie ist genau so eingetreten. Wie schön, dass Sie da sind und nicht mehr wie gestern Nachmittag im Schwimmbad, Herr Dörre. Schönen Gruß nach Berlin. Wir werden es heute auch schaffen und zwar bin ich mir sicher auch ohne Schmerzen, trotz der hohen Temperaturen und zwar eher mit Freude. Wir stecken ja jetzt schon knietief in der Materie, dank Tanja und Herrn Bovenschulte. Sie haben uns eingeführt in die Szenarien. Wir stehen sozusagen in der Zukunft quasi, aber das ist ja kein Selbstzweck. Denn es geht ja darum, dass diese Szenarien in uns etwas auslösen sollen, dass wir auf neue Ideen kommen, auf neue Fragen kommen, dass sie uns bewegen. Und da würde ich gerne jetzt mal unsere Expertinnen und Experten hier fragen, ob das geklappt hat, ob bestimmte Ideen hervorgekommen sind, Reaktionen, Emotionen vielleicht auch. Und würde gerne mit Ihnen beginnen, Frau Demel. Wie ging es Ihnen, als Sie diese Szenarien gelesen haben? Hat das was ausgelöst in Ihnen?
Also zunächst mal habe ich die Szenarien mit großem Interesse gelesen, weil ich auch gerade erst kürzlich in so einem ähnlichen Prozess zu einem anderen Thema selber involviert war und weiß so ein bisschen, wie man dazu kommt. Also ich fand es sehr spannend zu lesen. Ich sage jetzt mal aus dem Bauch, und das wird vielleicht jetzt nicht überraschen, generell fand ich, dass obwohl da aus meiner Sicht relativ viele positive Entwicklungen auch drin steckten, es doch ein eher so im Ergebnis pessimistisches Bild war, was da zum Teil rauskam. Aber vielleicht gleich nochmal auch sprechen, woran es liegt. Es gibt so den einen oder anderen Widerspruch, das ist, glaube ich, normal bei solchen Szenarien, den ich jedenfalls wahrnehme. Und also was ich ganz faszinierend fand, war, also gerade bei dem ersten Szenario, wo ich jetzt erstmal so sagen würde, ja, das ist nicht ganz unplausibel, dass es in so ein Stück weit in die Richtung geht, war für mich der, obwohl die Leute eine 30-Stunden-Woche hatten, und eigentlich auch verbesserte Arbeitsbedingungen und alles, war der Stressfaktor so hoch für sie. Und also so Umfragen von uns zeigen eigentlich, dass der Einsatz von digitalen Technologien bei der Arbeit eher als positiv empfunden wird. Also das fand ich spannend, dass das so anders bewertet wurde. Und ja, spannend ist natürlich auch, wie die, also für mich war sehr, sehr, also in manche, der, das zweite Szenario zum Beispiel, die Plattformgesellschaft, ich glaube, das war so ein spannend, weil es eine sehr große Umwälzung war. Bei der dritten, die habe ich so ein bisschen so als Versagen des Staates erlebt, wo die Unternehmen sozusagen in die Bresche gehen. Und beim vierten, da habe ich auch noch ein paar Fragezeichen. Da bin ich gespannt, was wir nachher noch besprechen. Weil fand ich frappierend, dass Digitalisierung als Mittel zum Klimaschutz so gut wie gar nicht vorkommt. Dankeschön, Frau Demel. Jetzt sind Sie einmal alle durchgegangen. Vielleicht können wir uns im Weiteren jeweils auf eine beschränken. Herr Weber, bei welcher Zukunftswelt erhöht sich Ihr Puls? Ob jetzt aus Wohlgefallen oder aus Sorge? Ich bin gespannt. Okay, also noch messe ich meinen Puls nicht digital, auch wenn viele Menschen das heutzutage schon tun. Von daher kann ich es jetzt empirisch nicht nachweisen, wo das ist. Aber also man kann bei allen Szenarien über etwas stolpern. Im positiven und im negativen Sinne, und das macht es, glaube ich, wertvoll. Ich sage mal, wo ich zum Beispiel beim ersten stolpere und was ich deswegen aber auch sehr produktiv finde. Smarte Maschinengesellschaft, da wird erklärt, es gibt demografischen Wandel, hat Herr Bohenschulte eben ausgeführt, der zieht nach unten, ist auf der Seite der Verfügbarkeit von Arbeitskräften, es gibt die Automatisierung, die lässt Tätigkeiten wegfallen, zieht vielleicht nach unten bei den Jobs. Und beide sind natürlich Trends, die enorm zerren und enorme Spannung am Arbeitsmarkt bringen. Deswegen ist das, glaube ich, ein grundsätzlich gelungenes Szenario. Wo man dann drüber nachdenken muss und wo ich stolpere, ist, dass ich sagen würde, ich sehe keine Chance, dass diese beiden Trends sich ausgleichen können. Also zum technologischen Wandel wissen wir, in dem Moment, wo es uns gelingt, damit mitzugehen und uns anzupassen, wird es dadurch nicht weniger Beschäftigung geben. Auch eine Aussage, die Kollege Bohenschulte ja eben getätigt hat. Wenn es uns nicht gelingt, uns daran vernünftig anzupassen und mitzugehen, dann wird es strukturelle Arbeitslosigkeit geben. Und die verschwindet auch nicht, indem wir weniger werden, also auch nicht durch demografischen Wandel. Und gleichzeitig wissen wir aus der demografischen Forschung, dass wir so einen Wandel nicht wegdigitalisieren können. Also es gibt ein Einsatzverhältnis von Arbeit und Kapital, das über Mittelfrist ziemlich konstant ist. Also zum Beispiel auch kleinere Länder mit viel weniger Arbeitskräften, die setzen auch nicht mehr Technologie und nicht mehr Kapital ein, um das zu kompensieren. Also dementsprechend komme ich zu dem Schluss, es sind zwei entscheidende Trends, aber wir werden uns um beide gesondert kümmern müssen, weil sie sich nicht ausgleichen. Das heißt zum Beispiel, wenn wir auf die
demografische Entwicklung schauen, dass es sicherlich um Migration geht. Aber für mich ist die Integration der Menschen, die zu uns kommen, eigentlich der noch entscheidendere Faktor, weil wir eben auch sehr hohe Abwanderungsquoten haben, mit denen wir wirklich gute Migrationszahlen eigentlich längerfristig gar nicht realisieren können. Herr Weber hat uns jetzt, vielen Dank dafür. Sie haben jetzt direkt schon sich was rausgegriffen und das ausbuchstabiert für uns. Frau Borgnes, gab es für Sie auch etwas, wo Sie sagen, das hat mich jetzt so bewegt, dazu will ich sofort was sagen? Ja, herzlichen Dank. Ich muss erstmal sagen, ich finde es begrüßenswert, dass die Bundesregierung sich mit sowas beschäftigt, weil ich finde, dass gerade in Zeiten tiefgreifender Transformationen, die auch so unübersichtlich sind, ist es sehr wichtig, dass man als Gesellschaft über Zukunftsszenarien redet, also wie die Zukunft aussehen könnte, aber auch wie man will, dass die Zukunft aussieht. Von daher ist es begrüßenswert. Ich habe ein paar Bedenken wegen der Methode, aber dazu kommen wir bestimmt später. Was die Szenarien selbst angeht, ich fand natürlich das Szenario 4 interessant, weil da explizit versucht wurde, eine Brücke zu schlagen zwischen Technologieentwicklung und ökologische Nachhaltigkeit. Allerdings auch da wurde ich natürlich über sehr viele Sachen und Einzelheiten stolpern. Zum Beispiel glaube ich nicht, dass eine ressourceneffiziente und auf Bioökonomie basierte Gesellschaft weniger technologieintensiv ist. Im Gegenteil, also ich glaube, der Technologieniveau oder Durchdringung muss deutlich stärker sein und wird deutlich stärker sein in so einer Gesellschaft als in der Gesellschaft, die wir heute haben. Nicht zuletzt relativ unsichere oder sogar vielleicht heutzutage, also was heute als gefährliche Technologien gesehen werden, wie Geoengineering, werden wahrscheinlich im Jahr 2040 schon eine gewisse Rolle spielen. Und da werden auch Foren dafür gebraucht werden und so weiter. Also von daher würde ich dieses Szenario anders aufstellen, wenn ich das beschreiben würde. Aber das fand ich auf jeden Fall ganz richtig, dass man dieses Thema Klimapolitik, ökologische Transformation so präsent und prominent macht, weil das wird auf jeden Fall eine Rolle spielen. Vielleicht auch vorab, das ist immer so bei diesen Szenarien, so extrem die mögen scheinen, gibt es da sehr viele Sachen, also Low Probability, High Impact Events, die nicht nachvollziehbar werden können. Die nächste Pandemie zum Beispiel ist nicht da mit eingegriffen. Das Knacken der 2-Grad-Ziels bis 2040 ist nicht mit einbegriffen. Also da gibt es schon auch Potenzial nach oben, was Extremszenarien angeht, würde ich sagen, aber die trotzdem auch realistisch sind. So die Spannbreite, das wurde hier 4 Szenarien mit einer gewissen Spannbreite aufgezeigt, finde ich gut. Aber das gibt es auch eine jede Menge andere und zusätzliche Szenarien, die auch mit Basis in diesen Faktoren, die hier integriert wurden, auch ganz realistisch aufgemalt werden kann. Dankeschön, Frau Borgnes. Sie haben darauf hingewiesen, die mögliche Zukunft lässt sich wahrscheinlich nicht in 4 solche Szenarien packen. Herr Bovenschulte, vielleicht ganz kurz dazu. Frau Borgnes sagte ja, was ihr stellenweise fehlt als Stellschraube sozusagen. Ja, also erstmal vielen Dank für die ganzen Hinweise, aber jetzt auch nochmal mit den Extremszenarien. Das fand ich extrem hilfreich. Wir haben natürlich auch gedacht, man kann diese ganzen Einflussfaktoren auch noch weiter hochziehen, nicht auf 2 Grad beschränken, sondern auf 3 hochgehen. Die Frage ist bloß, wollen wir ein Klimaszenario machen oder immer noch ein Arbeitsweltszenario? Und wenn nachher der Einfluss so negativ ist, dass sozusagen halbe Kontinente unter Wasser stehen und der Rest irgendwie in Dürren vergeht, dann ist natürlich relativ wenig noch da, was man für eine digitale Arbeitsgesellschaft gestalten kann. Das heißt nicht, dass man sich mit diesen Fragen nicht auseinandersetzen soll. Aber wir haben eben diesen Fokus bewusst dahin gezogen, dass wir keine Dystopien genommen haben. Deshalb haben wir eben auch keine, und Herr Weber hat es ja auch schon gesagt, also keine Massenarbeitslosigkeit in dem ersten Szenario zugrunde gelegt. Das ist auch zum Beispiel, Methode wurde schon hinterfragt, in der Bevölkerungsbefragung wird ganz oft die Befürchtung geäußert, ja, es gibt dann aber doch ziemliche Massenarbeitslosigkeit durch die Digitalisierung, Automatisierung. Die ganze Fachwelt spricht dagegen. Das ist natürlich nuanciert und schattiert. Und das ist dann eben immer, so ein Szenario liegt stets im Auge des Betrachters. Ja, wenn man sich im Grunde genommen verschiedene Welten vorstellt, dann hat jeder ein eigenes Bild im Kopf. Und das ist genau der Punkt, den wir damit erreichen wollen. Das Schlimmste, was gewesen wäre, wenn jetzt alle gesagt hätten, oh ja, ist ja schön, das liest sich ganz nett, jetzt lege ich mich mal wieder hin. Die sollen ja auch zum Widerspruch herausfordern. Okay, danke schön. Dann bin ich jetzt gespannt. Herr Dürre, Sie dürfen jetzt nicht mehr sagen, okay, ist alles ganz nett, dann gehe ich mich mal hin. Freibad noch nicht jetzt. Was triggert Sie im Guten oder auch im Schlechten?
Ja, ich kann es so zusammenfassen. Bei Szenario 1 und 2 bin ich mir ziemlich sicher, dass sie so nicht eintreten werden. Bei Szenario 3 bin ich intellektuell herausgefordert, weil das genau das Szenario ist, was an der Wall Street oder auch bei dem veränderungsbereiten Lager in Davos im Weltwirtschaftsforum diskutiert wird. Und Szenario 4 ist das, was mich wirklich triggern würde, nicht? Also im positiven Sinne herausfordern würde. Wenn Sie es im Bild erkennen könnten, ich habe auch Szenario 4, den Gauguin, sozusagen an meinem Bücherregal geheftet. Da können Sie klar meine Präferenz legen. Das, was ich dazu anmerken würde, das wäre zunächst mal zweierlei. Also ich denke, dass man den Namen dringend ändern muss, dieses Szenarios. Das kommt mit der ressourceneffizienten Gesellschaft. Das sagt doch sehr verschämt, dass wir einen dramatischen sozialen Wandel, eine sozialökologische Transformation erleben werden, die doch mit vielem bricht und brechen muss, was wir gegenwärtig kennen. Das wird, glaube ich, nicht so richtig deutlich in dem Szenario. Es wird auch ein bisschen zu wenig deutlich, was man positiv alles erreichen könnte. Ich denke schon, dass die Chance in Richtung sozialökologischer Transformation gerne auch mit der Nutzung des Potenzials digitaler Technologie Veränderungen in der Arbeitswelt möglich macht, die auf so etwas hinauslaufen könnten wie eine Rücknahme nicht der funktionalen, aber doch der auf Personen und Berufe bezogenen Arbeitsteilung. Da wäre sehr viel mehr Flexibilität möglich und niemand muss lebenslang nur in einem Beruf glücklich werden. Das könnte man schon hinbekommen. Das, was ich kritisch sehe, ist eher die Beschreibung des Weges dorthin, also zu diesem Szenario. Das wird, auch wenn man Dystopien vermeiden will, für meinen Geschmack ein bisschen zu wenig unter Berücksichtigung der Konflikte geführt oder skizziert, die wir notgedrungen erleben werden. Das betrifft insbesondere die große Gefahr, dass sich soziale und ökologische Nachhaltigkeit gegeneinander verselbstständigen, dass sich die Konfliktlinien verselbstständigen, die damit verbunden sind und dass es deshalb schwer wird, die Veränderungsallianzen zu bilden, die ein sozial-ökologischer Wandel, der sich an Nachhaltigkeitskriterien orientiert, tatsächlich braucht. Also ich würde dieses Szenario gerne hervorheben und würde manches dann noch prägnanter aussprechen wollen. Das, was wir brauchen, um ein solches Szenario zu erreichen, ist nicht mehr und nicht weniger als eine Nachhaltigkeitsrevolution, vergleichbar wahrscheinlich nur mit der ersten industriellen Revolution. Und das hat natürlich Folgen für die Gesellschaft. Die Forderungen überschlagen sich zur Nachhaltigkeitsrevolution, aber wir sprechen ja auch über die ganz großen Themen. Und Herr Bühling, darüber haben wir ja auch gesprochen, über die großen Linien heute Morgen. Ich habe Sie aber noch gar nicht gefragt, ob Sie persönlich auch bestimmte affekte Reaktionen hatten zu diesen Szenarien. Gab es da was, was Sie sofort angesprochen oder Sie abgelehnt hat? Also in der Präparation für die Veranstaltung hat mich das zweite Szenario eigentlich zum Nachdenken motiviert, weil die Frage der Plattform eine ist, die wir uns natürlich schon in den letzten Monaten und Jahren sehr gestellt haben. Auf der anderen Seite wir natürlich schon Entwicklungen sehen, dass sich Plattformen so zwischen ja, Bevölkerung, Beschäftigten und Kunden schieben und damit eine erhebliche Macht ausüben. Und über Technologie, über Algorithmen versuchen diese Macht auf der einen Seite zu verschleiern. Sie verstehen sich dann selbst auch als Marktplatz und nicht als irgendwie Arbeitgeber zum Beispiel. Auf der anderen Seite natürlich einen unglaublichen Druck, einen unglaublichen Stress auch ausüben für die Beschäftigten, wie wir in aktuellen Entwicklungen auch sehen. Und insofern halte ich das zweite Szenario nicht ganz für unplausibel. Vielleicht nicht für die gesamte Wirtschaft und die gesamte Gesellschaft, aber für einen doch wichtigen Teilbereich derjenigen, die vielleicht schlechtere Startchancen haben, die vielleicht nicht die große Qualifikation erfahren haben und dann sehr, sehr stark abhängig werden von solchen technologischen Arbeitgeberkonstrukten. Und insofern, also das provoziert sozusagen mich ein Stück weit auch zur Widerrede oder zum Handeln. Das wäre der positive Effekt. Handeln ist ein super Stichwort, Herr Böning, weil wir würden jetzt gerne mit Ihnen allen in der zweiten Runde schauen auf ein paar Schlüsselfaktoren. Das sind diese Stellschrauben, von denen Herr
Bovenschulte eingangs gesprochen hat, die unsere künftige Arbeitswelt ganz besonders beeinflussen werden. Was ändert sich, wenn wir welchen Hebel in welche Richtung legen? Herr Weber, vielleicht können wir das mal so ein bisschen durchspielen am Thema Fachkräfte. Die smarte Maschinengesellschaft zum Beispiel, das war das erste Szenario, die kompensiert fehlende Arbeitskräfte durch Automatisierung im Netzwerkkapitalismus. Dagegen, das war die Welt Nummer 3, betreiben international agierende Netzwerke einen riesigen Aufwand, um Fachkräfte zu qualifizieren und damit auch an sich zu binden. Wie schätzen Sie den Impact ein von die verändernde Wirkung, also von Fachkräftemangel und von Demografie? Also das sind ganz entscheidende Trends und genau darum muss es ja bei solchen Szenarien auch gehen. Herr Bovenschulte hat klar erklärt, man macht hier keine Prognosen, sondern man stellt Szenarien dar, die dann ja dazu dienen, sich die Scheidewege anzuschauen, an denen man steht. Also welche Weichen muss man stellen, um in welche Richtung zu laufen und welches Szenario zu erreichen oder auch zu vermeiden oder auch zu kombinieren. Und dementsprechend kann man sich genau diese Dinge in den einzelnen Szenarien anschauen, was jetzt entscheidend wäre. Also ich lese, Nummer 1 bin ich eben eingegangen, ich lese in Szenario 2 etwas von einer instabilen, vereinzelten Gesellschaft. Da würde ich sagen, der Scheideweg, an dem man jetzt steht, und Plattformökonomie ist ja nichts der Zukunft, das ist ja ein Trend, den wir seit Jahren haben. Der Scheideweg ist im Grunde, wie bekomme ich soziale Bindung da rein? Also wie schaffe ich es, dass Plattformen dann in ihrer durchaus auch nützlichen Funktion ein normaler Teil der Wirtschaft werden können? Also wie erreiche ich kollektive Standards in so einer Ökonomie? Wie erreiche ich eine Interessenvertretung der Betroffenen? Wie erreiche ich soziale Sicherung? Da habe ich mir ja zum Beispiel mit diesem Modell der digitalen sozialen Sicherung, das direkt bei den Plattformen ansetzt, auch schon viele Gedanken gemacht. Im dritten Szenario, da lese ich von diesen großen internationalen Netzwerken, die vordringen bis in sämtliche Funktionen von Wirtschaft und Gesellschaft. Auch das ist natürlich etwas, das wir im Ansatz oft schon auch nicht mehr nur im Ansatz schon deutlich sehen. Der Scheideweg, den ich da sehen würde, ist, wie bringen wir eigentlich in so einer Wirtschaft dagegen, dass sozusagen das deutsche Modell in Stellung. Also was heißt das? Das deutsche Modell ist oft sehr, sehr hardwarebasiert, Maschinenbau und andere. Dann kommen die datenbasierten Modelle aber dazu von den großen Netzwerkkonzernen. Man sieht auch, Daten werden häufig immer mehr exklusiv von diesen Konzernen genutzt, verwaltet und auch zurückgehalten. Also wie schaffen wir es, dass auch wir Massendaten, die durchaus verfügbar sind im Gesundheitsbereich, im Verkehrsbereich, nutzen können, aber in der Breite der Wirtschaft. Ich würde mir da so ein Treuhändermodell zum Beispiel vorstellen, das solche Daten zur Verfügung stellt, organisiert, anonymisiert und dann auch den Zugang einrichtet. Oder wie schaffen wir es, dass wir unsere mittelständische Wirtschaftsstruktur in der Breite hinreichend digitalisieren können, mit einem Schub aus der ja hinreichend schon transformativen Rezessionen, in der wir jetzt schon sind, das ist ja auch nicht nur Zukunft. Da brauchen wir, glaube ich, Programme, die digitale Investitionen jetzt stark nach vorne bringen, weil wir genau an diesem Scheideweg jetzt nach Corona stehen. Zum Beispiel so ein Sonderabschreibungsprogramm gezielt für digitale Investitionen. Und was zum deutschen Modell auch ganz klar dazugehört, ist unsere spezielle Berufsausbildung. Wir haben nach Fachkräften gefragt. Die hat große Stärken. Die ist auch stark verbunden mit dem Mittelstand, auch mit der Industrie. Aber sie kann natürlich auch Schwächen haben, wenn sie überrollt wird von ganz anderen digitalen Modellen. Also wie transformieren wir unsere Berufsausbildung digital? Ich glaube, da brauchen wir jetzt auch Schub mit einem Förderprogramm, das in die digitale Ausrüstung geht, das in die Schulung auch des Ausbildungspersonals geht, das in die Beratung geht, das auch in die Berufsschulen geht. Das ist für mich eine ganz entscheidende Frage. Und Szenario 4, da lese ich von Verwerfungen, die in diesem Szenario im Wesentlichen gemeistert wurden. Auch das ein entscheidender Punkt, denn wir sehen spätestens nach dieser, wie gesagt, transformativen Rezession, die wir durchhaben, es geht immer mehr, was die Änderungen im Arbeitsmarkt angeht, nicht nur um die Helferjobs, die sowieso schon zum allergrößten Teil weg sind, sondern es geht richtig in die Mitte rein, also da, wo auch der Schwerpunkt des deutschen Arbeitsmarkts. Also der Scheideweg ist, wie fangen wir das ab? Was können wir jetzt tun? Da brauchen wir, glaube ich,
gerade in der Bildungs- Weiterbildungspolitik noch ganz andere Instrumente, also nicht nur eine Bildungspolitik, sondern auch eine Zweigausbildungspolitik mit entsprechender Förderung und Absicherung dafür. Wir brauchen Anreize in der Arbeitslosigkeit, um gegen die Verfestigung zu gehen. Und wir brauchen eine Weiterbildungspolitik, die nicht reagiert auf strukturellen Wandel, wenn es oft schon zu spät ist, sondern die proaktiv agiert, damit man sich nicht immer nur gerade hinten am Wagen festhält, um gerade so mitzukommen, sondern damit wir Leute befähigen, den Wagen, den wir haben wollen, auch deutlich nach vorne zu schieben in einem solchen Szenario. Also das sind wirklich wesentliche Scheidewege und Reaktionsmöglichkeiten darauf. Ja, wir wollen voranschreiten, natürlich in der Politik, aber auch in der Technologisierung fordern Sie, Herr Weber, in dem ersten Szenario der smarten Maschinengesellschaft, Frau Demel, da sprechen wir ja davon, dass die Gesellschaft automatisiert ist, durchautomatisiert ist, dass das natürlich auch großen Einfluss hat auf die Kultur, auf den Eindruck der Menschen, der eher risikoavers wird, der Innovationsfaktor geht zurück, die Innovationsbereitschaft, die Risikobereitschaft geht zurück. Sehen Sie das als notwendige Kopplung? Je mehr wir an die Maschinen abgeben, je mehr Automatisierung es gibt, desto weniger Ideen und Innovation kann eine Gesellschaft leisten? Also ich glaube nicht, dass das zwingend, also da bin ich tatsächlich auch gestolpert, zumal diese Automatisierung mit einem größeren Freiraum, privaten Freiraum für den Einzelnen verbunden war, wo man ja auch vielleicht von ausgehen kann, wenn ich mehr Zeit zur Verfügung habe für mich selber, komme ich vielleicht auch nochmal auf ganz andere kreative Ideen, als ich sie habe, wenn ich länger arbeiten muss. Was mir ganz wichtig ist bei diesem Szenario noch, was mir wirklich, wo ich dachte, das kann eigentlich nicht sein, ist dieses, weil wir mehr automatisierte Maschinen haben, müssen wir jetzt Tag und Nacht verfügbar sein, um die zu warten. Also ich glaube, das ist tatsächlich einfach eine Fehlannahme. Es gibt ja jetzt schon ganz viel, was Tag und Nacht gewartet werden muss. Und 24/7 heißt in den meisten Fällen, das wird ferngewartet von da, wo die Leute jetzt gerade sowieso arbeiten. Also das ist was mich noch gestört hat. Und ich glaube eben nicht, dass wir, wenn wir KI so einsetzen, dass sie unsere Arbeitsprozesse besser macht und uns hilft, auch vieles zu können, was wir momentan so nicht können oder auch als Entscheidungshilfe, dann glaube ich nicht, dass es eine zwingende Folge ist, dass wir selber komplett entscheidungsmüde werden und uns dann zurücklehnen und sagen, ach, das KI weiß eh besser, mache ich das, sondern das ist, man kann sich es auch umgekehrt denken, man kann sich auch denken, das erweitert unsere Fähigkeiten auch zum Weitererfinden, zum Weiterentwickeln, zu ganz vielleicht vorher undenkbare Sachen auch auf einmal denken zu können, mit Hilfe von komplexen Modellen etc. Also da würde ich sagen, ist auf keinen Fall eine zwingende gekoppelte Entwicklung. Dankeschön, Frau Demel. Vielleicht kurz zur Orientierung, werte Gäste. Wir hören jetzt nochmal von den anderen, welche Weichenstellungen wichtig sind und wo wir heute schon Schritte einschlagen können. Und dann freuen wir uns. Ich habe gerade mal nachgefragt und sehe, hier sind schon erfreulich viele Fragen von Ihnen. Da kommen wir dann nach dieser Runde zu. Okay, Herr Dörre, wir haben... ich würde gerne mit Ihnen nochmal auf die Plattformgesellschaft gucken. Die hat ja auch Björn Böning insbesondere getriggert. Und die deutet an, diese Skizze, die wir gesehen haben, dass internationale Netzwerke so akzeptiert sind, dass die wahnsinnig viel gestalten dürfen, auch mit Blick auf die großen Herausforderungen, Bildung, Gesundheit. Offenbar können die manches schneller und besser als Nationalstaaten oder Staatengemeinschaften. Manches davon deutet sich so ein bisschen an. Wie wahrscheinlich ist das in Ihren Augen und welche Rolle spielen eigentlich Werte und Normen in diesem Kontext? Ja, das sind komplizierte Fragen und gleich mehrere. Zunächst nochmal auf den Realitätsgehalt der Plattformgesellschaft. Also natürlich hat das Szenario einen Realitätsgehalt. Wir wissen, dass die fünf Spitzen der digitalen Ökonomie, fünf Konzerne, im Grunde deshalb profitabel sind, weil sie aufgrund großer Rechnerleistungen und der verfügbaren Datenmengen in der Lage sind, sowas wie Wissensmonopole zu errichten.
Und das bedeutet faktisch, wenn es so läuft, weiterläuft wie bisher, dass der Prozess der Digitalisierung dann zu einer wachsenden Abhängigkeit von solchen Unternehmen und Konzernen führen wird. Und deshalb kann ich sehr gut verstehen, wenn John Böning da getriggert ist, weil das eine sehr ernstzunehmende Herausforderung für die Politik ist. Ich glaube, dass man allein sozusagen auf dem Boden der nationalen Gesellschaften, also Bundesrepublik, deutsches Modell, da wird gar nicht gegensteuern können. Gegenwärtig werden die Perspektiven für die digitale Ökonomie in der Konkurrenz zwischen China und den USA ausgetragen. Und da wird Europa eine Antwort finden müssen, durchaus auch in der gemeinsamen Industriepolitik, die gewissermaßen nur dann in der Lage wäre, überhaupt ein Gegengewicht zu schaffen und diese Wissensmonopole zu brechen. Das führt zu der Frage Werteorientierung. Also ich denke schon, dass Werte in Transformationsprozessen eine Rolle spielen, wenngleich ich auch dazu sagen muss, dass Transformationsprozesse nicht ausschließlich und nicht in erster Linie wertebasiert und normenbasiert verlaufen. Da spielen natürlich Machtressourcen, soziale, ökonomische, politische Machtressourcen ebenso eine Rolle wie die Durchsetzungsfähigkeit, die damit verbunden ist. Darauf bezogen, wenn ich jetzt einen Wert highlighten müsste, dann würde ich sagen, ein ganz entscheidender Punkt ist, dass bei dieser Rückkehr des Staates, der Staatsintervention, des Staatsinterventionismus, den wir gegenwärtig erleben, Demokratie eine Rolle spielen muss. Das betrifft sowohl das Fundament der liberalen Demokratie als möglicherweise auch die Ausweitung von demokratischen Entscheidungsprozessen auf den Bereich der Wirtschaft, der ja noch relativ entscheidungsverschlossen ist, was jetzt den Einfluss der demokratischen Zivilgesellschaft angeht. Wenn man die Wertefrage so stellt, dann glaube ich, das ist das ein ganz wichtiger Gesichtspunkt für die Gestaltung der sozialökologischen Transformation. Danke. Wenn ich noch eine Sache vielleicht noch gerne kurz. Mhm. Wenn ich eine Sache noch hinzufügen kann. Mariana Mazzucato, Starökonomin, hat ja gefordert, dass wir wieder sowas brauchen wie eine Wertedebatte und auch den Wert des Öffentlichen neu bemessen müssen. Das weist aus meiner Sicht genau in die richtige Richtung. Dankeschön. Vielen Dank, Herr Weber. Es geht, Herr Dörre, Entschuldigung. Herr Dörre, vielen Dank. Es geht um. Das kann man nicht verwechseln eigentlich. Kann man nicht verwechseln. Sie stehen nebeneinander. Ich spreche immer nur in eine Richtung. Ja. Sie sprechen über Mitbestimmung. Das ist natürlich eine wichtige Frage auch an Frau Borgnes als Gewerkschaftsvertreterin. In Szenario 1 und 4, wo der Staat auch stärker ist, ist auch die Gewerkschaft stärker, spielen die Gewerkschaften eine größere Rolle. In 2 und 3 werden sie quasi marginalisiert, haben gar keine eigene Gestaltungsmacht her. Frau Borgnes, was halten Sie für wahrscheinlicher? Also ich würde mir da nicht auf die einzelnen Szenarien beschränken, sondern was man sieht in allen Szenarien ist, dass man gegenläufige Tendenzen hat auf dem Arbeitsmarkt. Also einerseits hat man Tarifbindung, die unter Druck gesetzt ist, Gewerkschaft, Mitgliedschaft und so weiter. Das sieht man in allen Szenarien, sehen wir auch heute schon, unter anderem durch internationale Konzerne auf dem deutschen Standort, aber auch durch die Start-up-Szene, die überhaupt nicht von irgendwie Betriebsräten oder sowas interessiert sind. Also, oder überhaupt nicht, aber selten auf jeden Fall. Das ist sehr mühsam, da die gewerkschaftlichen Strukturen aufzubauen. Und andererseits hat man ja demografischen Wandel bis zum 2040, das natürlich dazu führt, dass Menschen schon auch sich als Arbeitnehmer stärker zusammenschließen können. Also das ist schon eher eine Stärkung der Gewerkschaftsmacht, so wie ich das sehe. Und wo das landet dann am Ende des Tages, das muss man natürlich, hängt mit sehr vielen Entwicklungen, technologisch, aber auch institutionelle Entwicklungen zusammen. Was ich vielleicht wichtig finde, ist, dass Frau Almendinger hat ja vorhin über Capabilities gesprochen und sehr viel über individuelle Capabilities, also durch Bildung, Ausbildung, Weiterbildung, lebenslanges Lernen und neue Institutionen dafür. Aber was wir sehen in allen Szenarien, weil wir springen ja nicht von heute auf 2040, sondern das ist ja eine kontinuierliche Weiterentwicklung von Technologien, die zum Teil sehr risikohaft sind. Und da muss ja entlang dieser Entwicklung auch eine institutionelle Entwicklung stattfinden, die auch die kollektive Capabilities stärkt. Und da ist natürlich Gewerkschaften oder halt Arbeitgeberverbände auch ein Punkt und eine Säule, so eine kollektive Capability,
Entwicklung. Aber was ich glaube, was man bräuchte in alle Szenarien, ist wirklich diese stärkere institutionelle Entwicklung, um diese schwierigen Zielkonflikten, die schwierigen Technologiefragen zusammen zu lösen. Ich vergleiche das gerne mit der Kohlekommission, wo man innerhalb von einem Jahre sehr, sehr viele Zielkonflikte lösen könnte. Das ist nicht dann ein für alle Mal gelöst, aber auf jeden Fall könnte man das kurzfristig so lösen, dass man auch zu einem Beschluss kommen könnte. Und ich meine, diese Art von Institutionen, Kooperationen, Partnerschaften mit dem Staat als Koordinator, aber auch mit Zivilgesellschaft, mit wirtschaftlichen Akteuren, mit Gewerkschaft, das braucht man in fast allen Bereichen, um die Technikfolgenabschätzung zu machen in verschiedenen Bereichen, sei es ökologische Technologien oder digitale Technologien. Dankeschön. Jetzt und dann stehen wir in 2040 stärker da, wenn wir diese institutionelle Capabilities auch haben und nicht nur die individuelle in so einem hochtechnologischen Umfeld. Dankeschön, Frau Borgnes. Wie Ihre Vorredner haben Sie jetzt auch schon Lösungsansätze gezeigt, wo wir verstärkt drauf gucken müssen. Vielleicht können wir das mit Ihnen noch fortsetzen, Herr Bovenschulte und Herr Böning. Bei Ihnen laufen ja gewissermaßen die Fäden so ein bisschen zusammen. Herr Bovenschulte, Sie, der Sie diese Studie maßgeblich mitgestaltet haben, die Fäden wissenschaftlich laufen in Ihrer Hand zusammen. Und Herr Böning als Politiker ist dann natürlich auch die Frage, welche Weichen man stellen muss. Herr Bovenschulte, vielleicht könnten Sie den Anfang machen. Also wo können wir den Hebel umlegen, was muss jetzt passieren, um die Chancen zu bergen, die wir in den Szenarien ja auch sehen, aber auch um die Gefahren zu vermeiden, damit wir eine möglichst gute Arbeitsgesellschaft haben 2040? Also erstmal vielen Dank für die ganzen Rückmeldungen. Die Szenarien haben vielleicht auch hier und da noch mal sozusagen einen Stolperer. Ehrlich gesagt, auch die Realität, die Wirklichkeit jetzt ist ja nicht ganz widerspruchsfrei. Manchmal kann man es erklären, manchmal nicht. Mit einer Prospektion 20 Jahre voraus wird die Aufgabe nicht leichter. Wie arbeitet man jetzt weiter? Sie hatten es eingangs gesagt, Frau Samrotzki, es ist ja nicht das Ende eines Prozesses, sondern das muss man sich vorstellen wie ein Trichterprozess. Wir haben jetzt erstmal mit einem zulaufenden Trichter Informationen aufgesammelt, verdichtet, aggregiert und dann eben diese vier Szenarien in einem großen Teamprozess unter enger Einbindung mit dem BMAS erstellt. Und jetzt stellen wir die heute erstmal zur Diskussion. Das heißt, jetzt öffnet sich dieser Trichter wieder nochmal in die Community. Es werden natürlich auch, vor allem Dinge hat es gesagt, jetzt auch nochmal Communities einbezogen, die vorher nicht beteiligt waren, die nicht sozusagen in Corona-Zeiten auch an solchen Umfragen und Ähnlichem teilnehmen konnten. Und damit kann man dann diese Handlungsschritte in die Zukunft tatsächlich definieren. Es ging ja hier nicht darum, bereits eine Zukunftsvision darzustellen, sondern erstmal zu gucken, was könnte denn die Zukunft bereithalten. Das kann man noch mal ein bisschen abwägen, das kann man austarieren. Ich denke, die Workshops heute werden dafür auch noch mal gute Gelegenheit bieten und dann entsprechend weiterentwickeln. Herr Böning, ja, Sie haben ja schon einen Plan in die Zukunft, haben Sie uns schon verraten am Anfang. Was sind jetzt die wichtigen Weichen? Was haben Sie selber mitgebracht und was haben Sie hier noch mal mitgenommen? Worauf müssen wir ganz genau achten? Ja, das klingt in den Fragen schon ein bisschen an und eben ist es hier und da auch schon angesprochen worden. Ich glaube, es ist schon die Frage, ob das deutsche Modell einer sozialpartnerschaftlichen, vielleicht sogar tripartistischen Konsenskultur, ob das zukunftsfähig und zukunftsfest ist. Nämlich, ob es gelingt, zwischen Arbeitgeberverbänden, Gewerkschaften und dem Staat einen Weg in diese Transformation zu finden, die nicht nur sich Ziele macht im Sinne von CO2-Zielen, sondern dann eben, Kohlekommission ist ja auch angesprochen worden, ist Zielkonflikte bestimmt. Also zum Beispiel die Frage stellt, mit wie vielen Arbeitsplätzen wollen wir eigentlich 2040 leben und nicht nur mit welchen Reduktionszielen bei der CO2-Einsparung wollen wir operieren. Oder aber auch die Frage stellt, welches Wachstum wollen wir? Wie wollen wir die Verteilung dieses Wachstums sozial gerecht ausgestalten und wenn ja, wer finanziert? Ich glaube, das ist schon auch wirklich eine sehr strukturelle Herausforderung, erst recht in Zeiten mangelnder oder sinkender Tarifbindung und auch letztlich auch einer sozialpartnerschaftlichen Krisensituation. Und der zweite Punkt ist, dass wir, und da soll jetzt der Prozess ein Stück weit einen Beitrag zu leisten, aufpassen müssen, dass wir nicht nur in Teilarbeitsgesellschaften und sehr tief reinarbeiten. Das passiert sehr schnell, dass wir in einzelnen Branchen sehr arbeiten oder sehr kleinteilig unterwegs sind, sondern wir müssen schon auch den Blick für das große Ganze haben und uns dann eben auch daran Ziele aufmachen. Also wollen wir Vollbeschäftigung 2040? Und wenn ja, wie wollen wir sie erreichen? Wollen wir weiterhin ein wirtschaftliches Wachstum, ökologisch vernünftig,
digital effizient erreichen? Und wenn ja, wie? Das sind, glaube ich, die Fragen, die wir stellen müssen, und zwar ganz unabhängig von einzelnen Branchen und einzelnen Berufszweigen. Vielen Dank, Herr Böning. Das ist ja schon ein umfassender Ausblick, wie wir hinkommen in die Zukunft. Wir kommen jetzt mal zu den Fragen, die wir aus dem Publikum haben. Und die gehen nämlich auch in diese Richtung. Und die erste, die ich hier sehe, ist, dass festgestellt wird, dass die Herausforderung der Digitalisierung weniger in der Technologie liegt, sondern vor allem in dem Veränderungsprozess und in der Geschwindigkeit des Veränderungsprozesses und der Frage, wie wir das politisch gestalten können. Da haben Sie jetzt schon Hinweise gehabt. Deswegen würde ich mich mit dieser Frage an einen Nichtpolitiker gerne wenden, und zwar Herrn Dörre. Können Sie eine Einschätzung dazu geben, wie wir dafür sorgen können, dass Menschen Schritt halten können mit der Dynamik, die dieser Veränderungsprozess mitbringt? Ja, das ist eine Frage, wenn ich die jetzt umfassend beantworten könnte, dann würde ich vielleicht in die Politik wechseln und die Rezepte vorstellen, aber mit einem Antwortversuch. Ein ganz entscheidender Punkt ist natürlich, dass es Sicherheitsgarantien gibt für diejenigen, die vielleicht nicht Arbeitslosigkeit, aber doch Statusverlust fürchten. Und das bedeutet, dass ökologische Nachhaltigkeit ohne soziale Nachhaltigkeit eigentlich nicht zu denken ist. Zugleich stellt sich aber eben auch die Frage, wie man den Wandel eigentlich beschleunigen kann. Die Zeitbudgets jetzt zur Erreichung der Klimaziele, die schrumpfen, die werden immer geringer. Das hat der Weltklimarat ja nochmal sehr deutlich gemacht. Und die Prozesse sind insgesamt viel zu langsam, bezogen auf die Komplexität dieses Wandels, der uns bevorsteht. Und deshalb, glaube ich, ist eine ganz entscheidende Frage, wie der neue Staatsinterventionismus, den wir ja allen Teilen erleben, bei der Schaffung von Infrastruktur für die E-Mobilität, beim Umbau der Stahlindustrie und so weiter, wie der eigentlich gestaltet wird und wie er demokratisch gestaltet werden kann und effizient gestaltet werden kann. Und ich fürchte, jetzt sage ich ein böses Wort, was in den Szenarien so nur unterschwellig auftaucht, ich fürchte, das wird nicht ohne Planung gehen. Und ich würde dann aber betonen, demokratische Planung oder demokratische Koordination, das heißt, es müssen verbindliche Ziele gesetzt werden, die auch von außen durch die Zivilgesellschaft überwacht werden. Und da würde ich jetzt zu dem, was Björn Böning gesagt hat, noch einen Gedanken dazufügen. Also ich denke, dass diese Transformation neue Allianzen, neue gesellschaftliche Allianzen braucht, die über das hinausgehen, was wir in den tripartistischen Arrangements von Kapital, Arbeit, Staat aus der Vergangenheit kennen. Also wir brauchen viele Impulse aus der demokratischen Zivilgesellschaft, die Fridays-Bewegung, die Umweltbewegung, Frauenbewegung und so weiter, die Schubkraft reinbringen müssen. Und die normative Grundlage wären da für mich die 17 Nachhaltigkeitsziele, die eigentlich so als Kompass für die Transformation durchaus geeignet sind. Das ist ein außerordentlich schwieriger Balanceakt, aber ich denke, dass es ohne einen neuen demokratischen Staatsinterventionismus mit Planungselementen, Elementen demokratischer Planung, die natürlich was anderes sein müssen als das, was man aus den staatsbürokratischen Sozialismen kennt, nicht gehen wird. Mhm. Dankeschön, Herr Dörre. Wir haben hier ein Thema, das mehrere Zuschauer beschäftigt. Leider ist die eine Frage gerade weggefallen, aber die andere ist noch da. Und zwar bekräftigt Steffi Frau Almdinger mit ihrem Punkt, wir müssen wegkommen von Arbeit nur in Vollzeit, nicht fest angestellt, nur denken. Steffi sagt, sie hat das Gefühl, dass flexiblere Arbeitsformen wie Selbstständigkeit von der Regierung immer mehr eingeschränkt werden. Und es war noch jemand, der auch einige Votes bekommen hat mit seiner oder ihrer Frage, die sagte, wie kommen wir denn weg von dieser Vorstellung der starren Lebensläufe, der fixen Erwerbstätigkeit? Das ist vielleicht eine Frage an die Gewerkschafterin, Frau Borgnes. Ja, also ich glaube, die Wünsche unterscheiden sich über das Berufsleben. Also wenn man ein bisschen pauschal, wenn man sagen, wenn man jünger ist und nicht vielleicht familienverantwortlich ist oder so für die Versorgung, dann will man gerne freier sein und flexibler sein und alles ein bisschen ausprobieren. Ich glaube, viele Menschen wünschen sich auch ein ganz normales, festes Arbeitsverhältnis, unbefristet in einem Unternehmen, auf dem man stolz ist oder eine Organisation. Also und das ist nicht nur altersabhängig, das ist auch bildungsabhängig und so weiter und so fort. Aber ich glaube, dass der Wunsch nach Sicherheit im Arbeitsleben, im Berufsleben wird nicht geringer werden. Man muss es natürlich für diejenigen, die Flexibilität wollen, ermöglichen. Aber man muss auch für diejenigen, die Sicherheit wollen,
das auch ermöglichen. Und ich glaube auch, wir sprechen hier von Technologieentwicklung, und ich glaube auch, dass mit dieser Technologieentwicklung werden auch Expertise, Fachkompetenz wichtiger werden. Und das heißt auch, dass Menschen sich über mehrere Jahre mit diesen Technologien beschäftigen müssen. Also ich glaube, dass das Thema Fachkompetenz, Expertise, Training on the Job und so weiter, aber auch Kompetenzen in seinem Job, wird nicht weniger wichtig werden. Also wir werden, was nicht entstehen darf, ist dieser gespaltene Arbeitsmarkt, wo Leute eigentlich sich sichere Aufträge oder sichere Beschäftigungsverhältnisse wünschen und das nicht kriegen, oder andersrum. Wir haben das sehr, sehr sicher, aber nicht flexibel. Also da muss man natürlich versuchen, die entsprechenden Wünsche auch zu ermöglichen. Aber ich bin ganz fest davon überzeugt, dass auch in der Zukunft wird Sicherheit im Berufsleben ein ganz entscheidender Faktor für Sicherheit im Leben auch sein. Vielen Dank, Frau Borgnes. Wir haben ja noch eine Frage, die viele Stimmen gewonnen hat, die also großes Interesse auf sich vereint. Und das ist die Frage, wie Polarisierung die Gesellschaft in der Konsensfindung beeinflussen wird. Und da könnten wir natürlich jeden und jede hier fragen. Aber mich interessiert vor allem die Perspektive von Frau Demel, die sich ja um Sicherheit und Vertrauen in die digitale Gesellschaft bemüht. Was ist denn Ihre Perspektive zur Frage, wie sehr wird die Polarisierung in der Gesellschaft die Konsensfindung darüber, was eine wünschenswerte Zukunft ist, beeinflussen? Das ist eine kompliziert gestellte Frage. Das Problem der Polarisierung auch des öffentlichen Diskurses ist natürlich ein Problem, weil ich sehe, das ähnlich wie Frau Borgnes, dass wir für die Lösung der sich stellenden Herausforderungen, denen wir gegenüberstehen, mit denen die Politik umgehen muss, brauchen wir den Diskurs aller Beteiligten. Und da brauchen wir eine Politik, die auch sehr verantwortlich diesen Diskurs führt, selber sich auch bekennt. Ich glaube, was wir viel stärker brauchen, ist, dass wir sagen, was wir wollen, immer zu betonen, was wir nicht wollen. Also dass wir wirklich die Ziele definieren, vielleicht nicht unbedingt direkt einen Plan aufstellen, aber eben Ziele definieren und dann diskutieren mit allen Beteiligten, wie wir da hinkommen. Und da wird es sicherlich einen enormen Bedarf und uns auch sehr unterschiedliche Ansichten geben, wie man da hinkommt. Ich glaube, auf die Ziele kann man sich angesichts der Herausforderungen jedenfalls in Teilen leicht einigen. Das ist, glaube ich, eine große Herausforderung, der staatliche Stellen und Behörden, glaube ich, auch nur gerecht werden können, wenn sie sich selber auch sozusagen transformieren und diesen beschleunigten digitalen Prozessen anpassen. Auch eben nicht, also Herr Böning sagt das eben schon, es geht ja nicht darum, die Werte oder Ziele aufzugeben, die man bisher hat. Aber man muss schon drüber nachdenken, was heißt das denn in der heutigen Gesellschaft und vielleicht eben dann in einer zukünftigen, wo Geschäftsmodelle anders funktionieren, wo die Strukturen anders sind als heute. Da muss man vielleicht einfach auch neue Lösungen finden, als man die bisher hatte. Mhm. Dankeschön. Beschleunigte Prozesse ist ein ganz schönes Stichwort, Frau Demel. Das passt gut zu zwei Fragen, die wir hier noch haben von unseren ZuschauerInnen. Und zwar schreibt jemand Anonymes: In den Vorträgen fällt mir auf, dass Ende der 1980er Jahre ganz ähnliche Themen diskutiert wurden und die Studien zu ähnlichen Ergebnissen kamen. Auch hier nicht das Problem der Erkenntnis, sondern der Umsetzung? Fragezeichen, Ausrufezeichen. Warum ändert sich das nicht? Und das könnten wir vielleicht noch kombinieren mit einer anderen anonymen Fragestellung an Herrn Böning, und dann können Sie das gleich in einem Wisch machen, denke ich, denn ich denke, das ist eine politische Frage. Wie zentral hält das BMAS die Gestaltung der Ungleichheit bei der Geschlechterfrage? Also auch das ist ja ein Thema, beispielhaft vielleicht für das, was die Vorrednerin da gefragt hat. Warum ändert sich alles so langsam? Da will ich vielleicht für einige Unternehmen eine dystopische Utopie mitteilen. Ich glaube, dass die männlichen weißen Unternehmen 2040 verschwunden sein werden. Und das bedeutet, wenn Unternehmen sich nicht aufstellen in der Geschlechterfrage divers mit anderen Führungsmodellen, mit anderen auch Arbeitszeitmodellen, dann werden sie wahrscheinlich vom Markt verschwinden, weil sie keine Fachkräfte mehr finden, weil sie nicht die Marktchancen mehr haben werden.
Wir sehen allerdings natürlich schon, dass über die Digitalisierung Geschlechtermodelle, Rollenmodelle tradierter Art sich irgendwie perpetuieren. Das hat unter Umständen auch was damit zu tun, wer, oftmals ja männliche Akademiker, die Technologien entwickeln. Und auf der anderen Seite wir diese Frage der Geschlechtergerechtigkeit dann auch als Auseinandersetzungsfeld haben werden. Und insofern glaube ich, das spiegelt sich so in den Szenarien so immer so mittelbar alles wieder, dass die Frage, ob wir in eine diverse Gesellschaft oder eine diverse Arbeitsgesellschaft steuern, viel mit der Arbeitskultur und die Arbeitskultur wiederum damit zu tun hat, ob die Rechte auch von Frauen in der Erwerbsarbeit entsprechend erkämpft werden können. Herr Böning, vielleicht können wir noch spontan eins dranhängen. Eine Dystopie schreibt ja jemand nach der anderen als Zukunftsszenarien. Gibt es auch Lichtblicke? Einen haben Sie gerade gesagt. Ich finde ja die Dystopie, dass wir keine weißen und männlichen Unternehmen mehr haben, das finde ich ja vielleicht für einige eine Dystopie. Für mich ist er eher ein Zuversichtsszenario. Ich bin ganz fest davon überzeugt und ich glaube, dass das vierte Szenario, was ich auch dargestellt habe, und ich teile das, dass der Begriff vielleicht deswegen nicht ganz stimmt, weil da drin natürlich ganz viele Konflikte liegen, aber doch deutlich machen kann, dass wir es mit den Möglichkeiten der Technologie schaffen können, besseres Arbeiten, eine bessere Gesellschaft und ein besseres Leben zu organisieren und zu schaffen. Insofern ist das eigentlich für mich ein sehr zuversichtliches Szenario. Bei all den Fragen, die wir uns heute stellen, ist das ja schon eine sehr konkrete Botschaft. Yes, we can. Wir können es schaffen mit der Technologie. Aber wir wollen auch weiterhin Fragen sammeln, denn die wollen wir ja nicht alle hier heute beantworten oder können es auch alle nicht heute hier beantworten. Und darum wird es auch gleich in den Workshops gehen. Wir wollen Fragen sammeln an Politik und Gesellschaft. Was wird uns die nächsten Jahre beschäftigen? Welche Weichen müssen wir stellen? Das also, was wir hier auch diskutieren, diskutieren wir da nochmal en Detail. Aber bevor wir reingehen, wir wollen 50 Fragen sammeln, würde ich gerne schon mal in dieser Runde sammeln und von Ihnen allen ganz kurz, wie wir hier stehen, wissen. Was ist Ihre Frage, die Sie gerne Politik und Gesellschaft stellen wollen würden zum Thema Arbeitswelt der Zukunft? Und Herr Böning, um Sie gar nicht erst in Versuchung zu bringen, auf die Fragen der anderen zu antworten als politischer Vertreter, hier würde ich Sie zuerst bitten. Was ist Ihre Frage? Meine Frage ist ehrlich gesagt, welche Rolle die Menschen der Politik beimessen bei diesem Prozess? Das ist eine spannende Frage, eine große, wie es im Moment aussieht, der Fragen zumindest entsprechend. Frau Borgnes, was ist Ihre Frage an Politik und Gesellschaft zur Arbeitswelt der Zukunft? Also ich würde gerne, dass dieser Prozess des Szenario-Denken weitergetragen wurde in verschiedene Gruppen. Mir würde interessieren, wie unterschiedliche Gruppen sich ihre Zukunft vorstellen. Sei es Ost-West in Deutschland, sei es unterschiedliche Beschäftigtengruppen, sei es unterschiedliche Altersgruppen. Also mir wäre es schon interessant zu hören, vielleicht auch in einem Prozess getrieben von der Bundesregierung, wie unterscheiden sich oder vielleicht auch überlappen sich Zukunftsszenarien, Sorgen und Visionen zwischen unterschiedlichen Gruppen. Weil ich glaube, daraus als solche Vergleiche von Zukunftsszenarien kann man auch Handlungsbedarfe ableiten. Auch in der Szenarioentwicklung braucht es natürlich Diversität, wenn wir über eine diverse Zukunft sprechen. Das ist ja eigentlich schon eine Frage an Sie, Herr Bovenschulte, aber Sie dürfen jetzt nicht antworten. Ich will nämlich auch von Ihnen wissen, auch wenn Sie eigentlich für die Antworten zuständig sind. Was ist Ihre Frage an Politik und Gesellschaft zu dem Thema? Mich würde interessieren, wie das BMAS strukturell sich aufstellen kann und muss, um diesen Herausforderungen in Zukunft gerecht zu werden. Fragen von Flexibilität und Durchlässigkeit zum Beispiel. Schöne Frage, ja. Auch gut, dass Sie jetzt nicht noch mal dran sind. Da müssen Sie jetzt was zu sagen. Frau Demel, was ist Ihre Frage? Ich würde gerne wissen, wie für die Menschen der ideale Arbeitsplatz der Zukunft aussieht. Sehr schön, ja, spannend. Herr Dörre, Sie sitzen im Homeoffice. Ist das der ideale Arbeitsplatz? Ja, Sie nicken. Gut, dann haben wir diese Frage geklärt. Nein, verraten Sie mir, was ist Ihre Frage zur Zukunft? Ich würde gerne wissen, wie wir es schaffen, dass sich so etwas vollzieht wie ein Climate Turn in Gewerkschaften, Wirtschaft, aber auch ein Labor Turn in den ökologischen Bewegungen zur Bildung neuer Allianzen, die die anstehende Transformation beschleunigt voranbringen. Und das geht nur, wenn Gemeinsames herausgefunden wird. Wo ist das Gemeinsame, das die Bewegung nach vorne bringt? Die Gemeinsamkeit. Und gemeinsam schließen wir die Runde mit Herrn Weber. Was ist denn Ihre Frage zur
Arbeitsgesellschaft der Zukunft? Meine Frage wäre, wie werden wir fertig mit diesen enorm mächtigen, enorm schnellen Trends, die ja Herr Bogenschulte und Kollegen skizziert haben? Also stellen Sie sich vor, Sie bekommen die Aufgabe, einen Sportwettkampf zu gewinnen. Sie gehen an den Start des 100-Meter-Laufs, Sie schauen einmal nach links und im Startblock neben Ihnen sitzt Carl Lewis. Wie gewinnen Sie den 100-Meter-Lauf gegen Carl Lewis? Ich glaube, wir haben da nur eine Chance. Wir sollten die Sportart wechseln. Von daher wäre meine Frage, wie machen wir das? Erreichen wir es, schaffen wir es, dass wir uns genug ändern können, dass wir neuen Entwicklungen hinreichend unserem Stempel aufdrücken können, damit wir uns selbst unser Modell von dem, was wir von Bildung, Arbeitsmarkt, Wirtschaft erwarten, erhalten und weiterentwickeln können. Das ist, glaube ich, eine entscheidende Aufgabe. Eine Aufgabe an uns alle. Vielen Dank für diese Hausaufgaben sozusagen. Vielen Dank vor allem in die Runde für Ihre versammelte Expertise, Ihre Meinung und auch Fragen. An dieser Stelle verabschieden wir uns schon mal von Ihnen, auch wenn die Diskussion gleich weitergehen wird. Vielen Dank Ihnen allen.